Ja, hier ist es doch wunderbar. Ein Stückchen weiter nach links noch, dann kannst du mich runterlassen. Jawohl. Ja, warum sich der feine Herr Klinge neuerdings mit dem Hubschrauber zur Startlinie bringen lässt? Ganz einfach, weil das Hinfahren zu lange dauern würde. Warten Sie den ersten Sprung ab, dann werden Sie verstehen. So, und alles, was Sie gerade beim Vorbeifliegen erblickt haben, war nur ein klitzekleiner Bruchteil der Spielwelt. Das Rennspiel Fuel als groß zu bezeichnen, wäre entsprechend die Untertreibung des Jahres. Es ist gigantisch. Aber macht es denn auch gigantisch viel Spaß? Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, und was macht man mit solch einer frei befahrbaren Riesenspielwelt? Fuels Antwort, man packt jede Menge Wettbewerbe und Bonuszeugs rein. Die Lichtsäulen und Icons am Kompass oben zeigen uns dabei an, wo es etwas zu entdecken gibt. Wir wollen jetzt zum Beispiel zu dieser blauen Lichtsäule, die uns eine neue Lackierung für unsere Autos verspricht. Sieht ja nicht so weit weg aus, oder? Falsch, ist verdammt weit weg. Wir beschleunigen das Ganze deshalb auch mal. Trotzdem ist noch schön zu sehen, dass die Größe von Fuel nicht auf Kosten der Detailverliebtheit geht. Ständig ändert sich zudem der Untergrund, was sich glaubwürdig auf die ansonsten eher actionlastige Fahrphysik auswirkt. Die war für unseren Geschmack allerdings noch ein wenig unpräzise. Auch am Kollisionsverhalten müssen die Entwickler noch arbeiten. So, gleich haben wir es geschafft. Beim Probespiel haben uns die wilden Querfeldeinfahrten schon jede Menge Spaß gemacht. Ob ein paar Lackierungen ausreichen, um die Erkundungsmotivation auch langfristig hochzuhalten, bleibt allerdings abzuwarten. Zumindest spielerisch wird es mehr als genug Abwechslung geben. Hier duellieren wir uns etwa mit einem Helikopter. Wer eher am Ziel ist, gewinnt. Ein anderes Mal müssen wir bestimmte Gegner rammen, dann wieder ein Checkpoint-Rennen gewinnen oder auch mal einfach nur einen Streckenrekord schlagen. Logisch bei so einer großen Welt, entscheidend ist dabei häufig die Routenwahl. Hier sind wir jetzt in einem klassischen Rundkursrennen unterwegs, und zwar durch eine Wüstenstadt. Überall in der riesigen Welt haben die Entwickler solche Sehenswürdigkeiten verteilt. Auch das Streckendesign leidet also nicht unter dem Gigantismus. Zumindest in den vorgefertigten Wettbewerben hat es uns schon gut gefallen. Wer es noch besser machen will, kann per Editor eigene Kurse in die Spielwelt setzen und anderen Fahrern zugänglich machen. Wüste gibt's in Fuel auch ohne Stadt, aber dafür mit Monster Trucks. Während in diesem Rennen die Fahrzeugklasse vorgegeben ist, gibt's später auch gemischte Wettbewerbe. Und die Wahl des Fahrzeugs bestimmt natürlich maßgeblich die Ideallinie. Mit Autos haben wir zum Beispiel nur auf der Straße vernünftigen Grip. Mit dem Motorrad können wir auch quer durch dichte Wälder zimmern. Eben war es brutal flach, jetzt wird's brutal steil. Wie gesagt, alles in der gleichen Spielwelt und ohne Ladepause. Der Motorradstand unseres Konkurrenten hier ist übrigens nur Show. Es gibt weder einen Trick noch ein Turbo-Boost-System. Fuel konzentriert sich auf die Essenz eines Rennspiels. Gas geben, bremsen und lenken. Die Motorensounds sind dagegen derzeit noch alles andere als eine Show. Hier wollen und müssen die Entwickler noch unbedingt nachbessern. So, und zum Abschluss gibt's nochmal eine waschechte Katastrophe. Denn in speziell inszenierten Rennen müssen wir uns nicht nur mit den Gegnern, sondern auch mit den Naturgewalten auseinandersetzen. Achten Sie mal darauf, was der Tornado jetzt mit dem armen Holzhaus am Streckenrand anstellt. Unser Eindruck von der Preview-Version? Fuel ist nicht nur enorm groß, sondern auch enorm abwechslungsreich. Wenn die Entwickler die letzten Mängel noch in den Griff kriegen, kommt hier gewaltig was auf uns zu. Ich habe Fuel jetzt mehrere Stunden lang spielen dürfen und bin doch positiv überrascht. Denn ehrlich gesagt war ich schon ein bisschen skeptisch, ob so eine Riesenwelt überhaupt sinnvoll ist in einem Rennspiel. Zumindest atmosphärisch kann ich sagen, es lohnt sich. Denn es ist einfach ein unglaubliches Gefühl von Weite, wenn man ganz oben auf dem Gipfel eines Berges steht und weiß, man kann bis hinab ins Tal fahren. Das ist echt super. Es bleibt jetzt allerdings abzuwarten, ob die Entwickler es auch schaffen, die gesamte Riesenwelt auch wirklich sinnvoll zu füllen. Denn das hat mir beim Anspielen noch ein bisschen gefehlt. Viel wird da wahrscheinlich von den Online-Funktionen abhängen. Denn es ist nun mal ein Unterschied, wenn da 100 Leute gleichzeitig in einer Welt unterwegs sind oder ob man nur alleine durch die Wildnis kesselt. Das wird noch spannend, aber ich freue mich auf jeden Fall, es herauszufinden.